Nee, wir fangen nochmal an. Prost erstmal. Prost. Natalie, du bist bei dieser einen Castingshow zweite geworden. Ja. Und jetzt Shooting Star bei Poker Today. Du willst jetzt moderieren. Ich würde eher sagen Praktikantin. Hm. Ja, im weiten Sinne. Was wirst du jetzt in den nächsten Wochen für Poker Today machen? Ich werde mit dem Lennart, dem Kameramann, zusammen die Poker Today-Sendung machen. Wir werden deutsche Spieler interviewen, vielleicht auch ein paar amerikanische Büros, wenn die irgendwie, wenn wir die vor die Linse bekommen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also ich habe da ja gar keine Erfahrung mit, keine Ahnung. Aber ne? Für was hast du Angst? Du hast jetzt wochenlang Kameras um dich. Ja, aber ich war immer so in dem... Ich wurde sonst interviewt und jetzt muss ich Leuten Fragen stellen, auf die Leute eingehen. Und fällt dir das schwer oder wie? Ja, das werden wir sehen. Das weiß ich nur nicht. Das Ding ist... Du hast Angst vor den Leuten oder Angst vor den Reaktionen der Zuschauer? Ich habe schon Angst vor der Reaktion der Zuschauer, weil ich weiß, dass gerade in der Pokerszene die Castingshow nicht positiv ankam. Und ich habe halt Angst, dass die Leute jetzt denken, oh mein Gott, ich musste die schon jeden Mittwoch auf Pro7 angucken, wenn sie es denn geschaut haben. Und jetzt muss ich die auch noch bei Poker Today sehen. Da habe ich ein bisschen Angst. Bist du erkannt auf der Straße so? Hey, nee. Das ist doch die? Nee, gar nicht. Nein? Einmal in der Disco kommt einer zu mir, Pokerstar. Ich so, oh ja. Aber sonst nie. Keine Autogrammstunden? Nee. Keine Fanhorden vor deiner Tür, die kreischen und Schilder hochhalten? Entweder trauen sich meine Fans nicht oder ich habe keine. Ich glaube, ich habe keine. Das ist eine Krankheit. Die heißt nämlich Venustraphobie. Ja. Und das ist Angst vor schönen Frauen. Echt? Ja, das gibt's wirklich. Danke fürs Kompliment. Wollt man noch irgendwas reden? Ich finde es ganz gut bis jetzt. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, wir haben gestern in dieser Bar so unheimlich viel gequatscht. Oh, das war so schön. Eine richtig coole Bar. Ja, wie heißt die nochmal? Don't Tell Mama. Dein Freund spielt ja auch mit, genau das wollte ich noch. Ja. Ja. Warum? Mein Freund wollte ja eigentlich nur zum Main Event kommen, aber als er gehört hat, dass ich hier alleine schon in Vegas bin, hat er gedacht, nee, die lasse ich nicht alleine dahin. Ist er spontan mitgeflogen, Gott sei Dank. Ich glaube alleine, ich fühle mich hier schon ein bisschen so, als würde ich hier untergehen. Ich kenne jetzt nicht so viele und die Stadt ist einfach riesig. Ich bin froh, dass er hier ist. Er hat jetzt das 1,5K-Event gespielt, ist im ersten Level gebastelt. Und jetzt schiebt er gerade Brand beim Cash Game. Also der ist richtig gut drauf, schön Urlaubsmeeting, ja, super. Spielst du zu Hause auch, oder? Ich oder er? Ihr beide? Jetzt zu Hause in unserer Wohnung? In Osnabrück, glaube ich, oder? Ist das ja, Osnabrück, in Osnabrück. Ja. Wir spielen nur sonntags manchmal, aber nicht online. Ja. Nicht erwähnenswert bei mir, das sind so aber kleine... Aber nicht live, oder? Setzt ja nicht am Abend manchmal hin und so das nächste Rebuy ist abwaschen, das nächste Rebuy ist bin ich das Fenster putzen. Der putze ich ja die ganze Zeit oder so, ne? Der macht das schön von alleine, darum musst du nicht spielen. Das schneiden wir vielleicht doch besser raus dann. Ist aber die Wahrheit. Ja? Ja. Jetzt nimmst du die Männlichkeit, das kannst du nicht so sagen. Nee, ich finde putzende Männer cool eigentlich. Ja. Ja. Es sind immer die Leute, die sagen, ja, du kannst nicht putzen, ich mach das selber. Ich will jetzt immer Selbstverständlichkeit machen. Aber du spielst auch selber drum in der WG. Ja. Deshalb weiß ich ja, wie grausam das ist. Ja, ist es auch. Gut, dann trinken wir jetzt in Ruhe unseren Kaffee fertig. Danke fürs Gespräch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in den nächsten Wochen. Danke. Was willst du werden, wenn du groß bist? Familientherapeutin. Okay, danke. Bitte.